Im Zahlungsflussschema hatten wir zwischen Innen- und Außenfinanzierung unterschieden und innerhalb der Außenfinanzierung zwischen Fremd- und Eigenfinanzierung. Diese Unterscheidung zwischen Fremd- und Eigenfinanzierung, ich will mal nochmal zurückscrollen zum Zahlungsflussschema, möchte ich jetzt in diesem Video kurz begründen. Es geht also hier um die Grenze zwischen diesen beiden Elementen der Außenfinanzierung, Fremd- und Eigenfinanzierung. Und ja, schauen wir uns das mal an. Welche Begründungen könnten wir dafür finden, Einzahlung als Fremdfinanzierung oder Einzahlung als Eigenfinanzierung einzuordnen? Ja, letztendlich gibt es hier mehr oder weniger einen Katalog von Merkmalen und der würde in unterschiedlichen Lehrbüchern auch durchaus verschieden dargestellt sein. Ich habe mich hier auf vier Merkmale, Eigenschaften, die vielleicht darauf hinweisen, dass es um Fremd- oder Eigenfinanzierung geht, mal konzentriert. Wobei man sagen muss, dass ja die vertraglichen Möglichkeiten bei der Finanzierung eines Unternehmens sehr variabel sind, sodass manchmal die Einordnung gar nicht so trennscharf eindeutig möglich ist hinsichtlich bestimmter typischer Eigenschaften. Ich stelle mir mal hier für einen Fremdfinanzier jetzt einen klassischen Kredit vor und also mit begrenzter Laufzeit. Und bei der Eigenfinanzierung stelle ich mir vielleicht im Extremfall die Einlage eines OHG-Gesellschafters vor. Gerade bei der Eigenfinanzierung gibt es ja aber sehr unterschiedliche Eigentümerpositionen. Stellen wir uns mal erstmal einen OHG-Gesellschafter vor, davon abrücken kann man immer noch. Ja, ein wichtiges Kriterium, was sicherlich oft angeführt wird, ist die Entlohnung der Einlage. Bei einem OHG-Gesellschafter ist sie erfolgsabhängig. Also je nachdem, wie gut die Geschäfte laufen, bekomme ich eine höhere oder geringere Gewinnbeteiligung. Der Fremdfinanzier bekommt normalerweise einen festen Zins, unabhängig vom Erfolg der Geschäftstätigkeit. Es kann natürlich auch sein, wenn die Geschäftstätigkeit sehr schlechte Erfolge aufweist, dass der Zins ausfällt oder so etwas. Ja, aber normalerweise hat er einen Anspruch auf einen festen Zins. Die Rückzahlung der zur Verfügung gestellten Mittel wäre bei der Fremdfinanzierung eine erfolgsunabhängige Tilgung, wenn wir davon ausgehen, dass wir ja so eine befristete Laufzeit des Kredites haben. Und bei der Eigenfinanzierung ist normaler ist die Rückzahlung erfolgsabhängig. Letztendlich bekommt man einen Anteil am Liquiditätserlös, wenn das Unternehmen mal aufgelöst wird. Mitwirkungsrechte hat ein Fremdkapitalgeber normalerweise keine, während beim Eigenkapitalgeber, na, hier haben wir sehr breite Möglichkeiten, unser OHG-Gesellschafter hat die volle Geschäftsführungskompetenz, bei einem Aktionär ist das sicherlich deutlich eingeschränkter. Ein wirklich trennscharfes Kriterium, ob wir von Fremd- oder Eigenfinanzierung sprechen können, wo wir gar nicht irgendwelche typischen Situationen abwägen müssen, wäre aber die Stellung in der Insolvenz. Immer wenn wir noch von einem Insolvenzgläubiger sprechen, dann handelt es sich um Fremdfinanzierung. Ein OHG-Gesellschafter würde sogar mit seinem Privatvermögen in der Insolvenz haften. Im anderen extremen Fall. Man könnte aber auch sagen, dass wir unter Eigenfinanzierung alles verstehen, wo der Finanzier nicht mehr insolvenzgläubiger ist in der Insolvenz. Also nur aus dem Liquidationserlös befriedigt werden würde. Dann hätten wir ein trennscharfes Kriterium. Ansonsten glaube ich, dass die meisten Sachverhalte in der Praxis dann doch ganz gut zuordnenbar sind, ob man jetzt von Fremd- oder Eigenfinanzierung sprechen würde. Dass es im Extremfall vielleicht besondere vertragliche Verhältnisse gibt, die man dann entsprechend einordnen kann. Ist dann in der Situation sicherlich auch möglich und begründbar. Aber viele Sachverhalte wird man geradezu leicht intuitiv zuordnen können.